Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kingdom Comes Deliverant. So, wir müssen die Schenke noch bauen. Und die Bäckerei und... Nee, Fleischer glaube ich geht nicht, weil Bäckerei und Fleischerei sich gegenseitig... ja, wie sagt man? Nicht vertragen, so drücken wir es so aus. Wir können hier kein Getreide etc. bauen. Das bedeutet aber, wir müssen doch irgendwo das Zeug herbekommen. Das würde bedeuten, wir würden mal schauen gehen. Hier ist ja auch eine Schenke. Und hier sind Getreidefelder. Uschitze auch. Kann man irgendwo hier mit Händlern Verträge... Also, ich habe irgendwas gelesen, man muss mit Händlern Verträge machen. Ich würde jetzt einfach mal von hier... Weil ich habe also, was ich gelesen habe, ist, dass man hier in Samopech Getreide bekommt. Und ja, deswegen würde ich erstmal nach da reiten wollen, um eventuell einen Vertrag... Also, wenn wir dort Getreide bekommen... Wo ist mein Pferd? Wir riskieren es nicht. Zeig, was du drauf hast. Was sind das denn? Das sind doch einfach nur Leute, oder? Aua, aua, aua. Ja, das tut weh. Du wirst leiden. Ja, ich brauche Ausdauer, das ist mein Problem. Nein. Hast weiche Knie bekommen, was? Nein. Ich nicht, aber ihr wahrscheinlich. Ups. Problem ist, wie gesagt, Ausdauer. Aua. Ups, Entschuldigung. Lass meinen Hund in Ruhe. Wo bist du? So, warum kommen jetzt hier auf einmal so viele Bandidos? Das waren ja Gott sei Dank nur normale Bandidos. Und keine von der richtig bösen Sorte. Hätte ich jetzt schon gesagt, ne? Holzaxt. Okay. Waren da noch mehr Tote? Waren das nicht 6 Mann? Was hat er denn da? Ein Spalter? Okay. 1, 2, 3, 4. 5. Meiner Meinung nach waren es 6 Mann. Haben wir den schon geplündert? Ja. Hm. So, hast du hier noch einen gesehen? Mir war so, als wenn das 6 Mann gewesen wären. Hm. Aber ich sehe jetzt nicht ansatzweise so viele. 1, 2, 3, 4. Sehe gerade. Ach, hier ist noch einer. Da ist der 6. So. Haben wir den 6. auch. Na gut. Wir sind natürlich wieder leicht überfüllt. Natürlich. Haben die so viel Stuff dabei gehabt? Also dagegen habe ich gerade überhaupt nichts, denn wir müssen irgendwie die Schenke zum Laufen bekommen oder den Schmied oder irgend so, damit wir irgendwie es schaffen. Wieso? So. Damit wir es, schaffen, auch. Na, warum? Ach, geht denn auf der Karte so.
Damit. Oh, wollt ihr mich veräppeln? Schon wieder ein Händel? Mit Typen wie dir mache ich kurz einen Prozess. Meinst du, ja? Du wirst leiden. Ihr wollt also wirklich wissen. Wieso ich? Hallo? Was? Warum kommen hier so viele Banditen auf einmal? Ich habe doch gar kein Geld mehr dabei, oder? Also nicht viel. Ich hatte mal ein bisschen mehr dabei. Also wo kommen jetzt auf einmal die ganzen Banditen hierher? Ach, der ist ja... Oh, einmal bitte weggucken. Achso, der lebt noch. Reinlassen. Ach, jetzt ist er tot. Auf meiner Schulter gestorben. Der Gute. Okay. Also, habt ihr gerade Langeweile? Ernsthaft? Ja. So, wie sieht's denn aus? Satt ist okay. Energie, Das ist das Lager von Herr Hanusch. Gott sei Dank geht die Zeit aber nicht so schnell voran. Wenn wir, wo wir da so langsam... So, und jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwie... Was? Was ist denn hier los? Also hier ist ein Händler. So, wir gucken mal, fragen mal. Ich hoffe, ich kann dir von Nutzen sein, Ritter. Naja, können wir nur so. Aber wie können wir einen Vertrag aushandeln? Also er hat ein paar Groschen. Wir können ihm erstmal ein paar Waffen verkaufen. Weil er hat ja ein bisschen was. So, hier, guck mal. Dann sind wir zumindest ein bisschen leichter. Warum haben die so viele Waffen dabei gehabt? Na, die sind teurer. Warte, wir haben da noch Rüstung von denen, ne? Hier die Plepp-Rüstung. Die kostet halt nichts. Und wiegt eine Menge. Oh, nee. Und wiegt halt eine Menge. So, und jetzt können wir noch das teure Zeug. Verkaufen wir dich noch. Waffen. Nee. Also, wo können wir dann. Mit wem können wir wo wie verhandeln? Das fragt mich gerade. Schenke, wo ist die Schenke? Ne, da ist der Schmied, da ist die Schenke. Eventuell hier in der Schenke? Ne, wo ist denn die Schenke schon wieder? Doch hier. Kann man hier mit dem Wirt reden? Mächtig. Wie stehen die Dinge? Nicht übel. Okay. Alles Gute. Dir kann ich nur Essen verkaufen. Aber auch nicht weiter wild. Verkaufe ich dir halt ein bisschen was zu essen. Schnäpsel. Ja, Alkohol geht immer, ne? Honig. Da, bitte Honig, Karotten. Die Frage ist, wie macht man einen Vertrag? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Also es soll möglich sein, hier irgendwie, hier haben wir noch Brandwein, irgendwie einen Vertrag zu erstellen. Komm hier Katerbier weg. Sanierungsmittel, Bade. Also die Frage ist, mit wem muss man hier sprechen? Wo rennst du denn hin? Hm.
Mit wem muss man sprechen, damit man einen Vertrag hier macht? Reden. Möge Gott dich. Hallöchen. Nee, hier können wir auch nur normal handeln. Also irgendwo, ich weiß nur nicht wie und wo. Ah, guck mal. Der Vogt. Kann man das mit dem Vogt besprechen? Oh, mit dem Vogt müssen wir sprechen. Brauchst du Getreide zu verkaufen? Brauchst du es für dich selbst? Nein. Es ist nicht für mich, sondern für die Leute in Preboslavitz. Sie müssen versorgt werden. Und was hat das Ganze mit dir zu tun? Herr Divisch hat mich beauftragt. Ich bin der Vogt. Du sollst Getreide für ihn schleppen? Nein, er... Ach, ist doch auch egal. Verkaufst du etwas? Also von mir aus gerne. Ich kann etwas Getreide entbehren. Wie viel brauchst du denn? Ich brauche Futter für mindestens 10 kräftige Pferde und Weizen für den Bäcker. Er muss für das ganze Dorf backen. Respekt, du musst ein vertrauenswürdiger Fuhrmann sein, wenn der Lehnsherr dich damit beauftragt. Ja, das bin ich. Wie willst du es überhaupt transportieren? Ich habe eine Übereinkunft mit einem Händler getroffen. Ich kann etwas Getreide erübrigen, aber das kostet dich was. Ja. 80. Jo, nimm wir. Oh, das ist ein vernünftiger Preis. Dann sind wir uns einig. Lebe wohl. Okay. Kostet uns jetzt 80 Groschen, glaube ich, pro Tag, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das bedeutet, wir müssten jetzt mal... Oh, da ist ein Schmied. Stimmt, hier ist ja noch ein Schmied. Der kauft doch bestimmt auch Sachen. Ich hoffe es. Also ich pack's schon mal ins Inventar. Ich hoffe, er kauft die Sachen. Nein, da war was dabei, was nicht verkauft werden soll. Unser Leisetreter natürlich. So. Hi, mein Guter. Es ehrt mich, dass... Lass uns handeln. Verkaufen. Du kaufst wirklich. Du kaufst wirklich. Perfekt. Wie viel hast du? Okay, dann verkaufen wir Rüstung, weil... Da haben wir einiges hoffentlich. Erstmal das wirklich billige Zeug alles weg, weil das am meisten wie... Also, ist halt... Schwer, aber bringt halt kein Geld. So. Das war's dann auch schon an billigem Zeug. Das ist gut. Dann Waffen. Was wiegen die denn? Die wiegen 5. Dann würde ich die auch verkaufen wollen. Und den Spalter. Okay, dann ist der Spalter eindeutig eine Waffe zu viel. Dich. Also wir können auch... Wir haben hier 100% Ruf. Warum haben wir hier 100% Ruf? Was haben wir denn gemacht? So. Peitschen wir doch einfach. Lass uns über den Preis... Sehr schön. Danke dir. Perfekt. Achso, und dann können wir die Sachen natürlich erstmal... Ja, können wir eigentlich mit uns mitschleppen. Okay, dann waren wir jetzt dort. Jetzt überlege ich gerade, dann könnten wir ja theoretisch... Wo ist unser nächster Schlafplatz? Ah, warte. Hier war doch eine Schenke. In der Schenke haben wir doch einen Schlafplatz technisch gesehen. Oder haben wir hier noch gar keinen eingerichtet? Kann sein. Vielleicht gibt es ja auch keinen. Müssen wir mal gucken. Jo, Wirt. Hi. Ich kann hier anscheinend keinen Schlaf... Margaret? Schlafplatz? Nee. Mach's gut. Hier will auch kein Schlaf... Also hier gibt es keinen Schlafplatz. Interessant, da bist du. Gut, wir müssen jetzt aber erstmal zu uns nach oben. Privis Lava. Lava. Privi? Ja. Wir gehen nach oben. Was für ein Pilger. Wenn du mich jetzt veräppeln willst, du sitzt ja hier einfach nur durch. Was?
Haben wir Essen dabei? Wir hätten was, das wir ihm zumindest essenmäßig geben können. Dürfen wir vielleicht Brot reden? Bettler. Bitte, Herr, hilfst du mir? Wer was? Was ist dir widerfahren? Ich bin den ganzen Weg aus Kuttenberg gelaufen. Und zwar barfuß. Die Füße sind wund bis auf die Knochen. Hättest du nicht ein sauberes Stück Stoff für mich, guter Herr? Dann kann ich sie wenigstens verbinden. Füße müssen barfuß gehen. Leider habe ich nichts. Aber nimm wenigstens diese Almosen. Hab Dank, Herr. Danke. Okay. Happy. Was? Was ist denn da passiert? Leute? Ja. Ist hier gerade ein Überfall im Gang? Hallo? Was ist denn hier passiert? Ach du heilige Mann. Aber es ist keine Quest jetzt zu sehen hier. Dann tut's mir leid, aber dann muss ich leider weiter. Karte. Ich will nämlich die Schenke bauen. Ignorieren. Den hatten wir schon. Die Schenke wäre geil, weil die Schenke macht Profit. Und jetzt dann müssen wir gucken, wie viel Profit machen wir denn. Weil wir geben über 600 Grad aus. Das ist einfach viel too much. Nur damit wir täglich unser Dorf unterhalten können. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt die Schenke bauen können. Denn wir kriegen ja jetzt theoretisch Getreide. Wir müssen dann nur mal gucken. Mit Stein. Stein würde ich wirklich in Talmberg eigentlich machen. Aber es ist auch der einzige Steinbruch, der mir einfällt. Ich weiß nicht, ob Sasau einen hat. Das müsste man dann nochmal gucken. Und warum dauert das Laden jetzt schon wieder so lange? Was bräuchte man noch? Also wir haben jetzt Getreide, weil wir wollen den Bäcker bauen. Also, wir wollen die Schenke bauen und den Bäcker bauen. Das sind die beiden Sachen, die ich bauen will. Dafür baue ich keine Fleischerei. Hat wahrscheinlich aber auch Nachteile, dass wir keine Fleischerei bauen. Aber, ja. Müsste man schauen. So, ich hoffe, wir können jetzt die Schenke bauen. Ich glaube, die Schenke gibt am meisten Geld. So, gucken wir mal. Das war das Rathaus. Die Kirche. Schmiede. Schmiede gibt auch gut Geld. Da müssen wir nur gucken, was Kohle kostet. Guck mal, jetzt können wir nämlich die Bäckerei bauen. Die Bäckerei würde uns, da wir sogar Honig machen, 330 bringen. Die Stallung, nein. Die Schenke können wir immer noch nicht nach nächstem Wachhaus. Die Schenke können wir nicht bauen, weil wir brauchen Stein. Also bauen wir die Bäckerei erstmal. Ja, wir bauen die Bäckerei, da machen wir wenigstens zwar nicht ganz so viel Verluste mehr. Es gibt viel zu tun. Also gehen wir danach nach Thalmberg und versuchen, gucken wegen Stein, ne? Wie viel haben wir? 13.000 haben wir nur noch drin. Was kostet mich die Ja gut, was kostet der Stein? Weiß ich halt nicht, was Stein kostet.
Warte mal, wir müssen mal gucken. Machen wir gleich Übersicht. Also die Bäckerei. Und ein Trockenschuppen. Damit würden wir nochmal 85 machen. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein, den Trockenschuppen dann noch zu errichten, oder? Wo bist du jetzt hingerannt? Shit. Wo ist denn er jetzt hingerannt? Bäckerei war, glaube ich, im Außenbezirk, oder? Nee. Wo ist er? Oh Mist. Wo ist er hin? Ist er da nach da? Tatsache, er ist hier hingeritten. Oh, Gott sei Dank. Ich dachte gerade schon. Hui, hui, du Witzka. Reden. Hier werden wir bauen? In der Tat. Sehr schön. Ich bin bereit. Wir haben, was wir brauchen. Sehr schön. Verbessert, obwohl der bei 100% eigentlich ist. Bäckerei. Sehr schön. Honigkuchen und so. Sehr geil. So muss das sein. Händler, Bäcker. Gefällt mir. Dann haben wir den Honigkuchen. Damit machen wir jetzt nicht mehr 600 ein paar zerkloppte Minus. Wir können mal gucken. Bist du der... Du bist der Laden... Die Ladenwache. Du bist der Bäcker. Nee, die. Du bist eine Dorfbewohnerin. Wo ist jetzt der Bäcker? Der Bäcker ist dort. Okay. Er backt hier. Ah, reden, Bäcker. Gott sei mit dir, Edel. So, lass uns mal handeln. Ich will einfach nur wissen, was ich dir... Okay, ich kann dir nur Essen verkaufen. Das ist... Okay. Ich habe nun gerade... Na gut, so viel Brot brauche ich nicht. Es bringt mir... Ja doch, wir können das Brot mal verkaufen. Wir können auch die Brezel verkaufen, weil wir werden uns... Escape. Wir werden uns hier... In den... Im Laden bedienen. Der müsste doch hier auch irgendwo. Da, gucke. Danke. So, dann gucken wir mal, was wir jetzt an Geld machen. Oder besser, wie viel Minus wir jetzt machen. Ja. Das Problem ist, wenn ich mir jetzt das vorstelle, die Ressource Stein müsste extrem teuer sein, weil zur damaligen Zeit, wir haben... Stein zu transportieren ist schon nicht einfach, ne? So, wie sieht's denn aus? Jetzt machen wir keine 600 Minus mehr. Jetzt machen wir noch nur noch 375, auch sehr teuer. Aber warum macht das Geschäft Minus? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Würde gerne noch hier beim Bäcker Marius, die Verbesserung hinzufügen. Dann haben wir noch 9.000, okay. Weil wir müssten dann ja 85. Ich muss mir ein Bild machen. Folge. Wir müssten ja 85 plus machen. Das würde bedeuten, wir geben dann unter 200 aus. Das wäre ja auch schon mal gut. Ja, dann machen wir Stein, dann bauen wir. Die Schenke sollte gut was bringen. Dann müssen wir gucken wegen Kohle noch. Hier werden wir bauen? In der Tat. Fangen wir an? Ja. Ja. Ich bin bereit. Ich alles da. Sehr gut. Schon wieder ein paar Tage später. Rattaya-Turnier. Okay, das bedeutet, wir können erstmal nach Rattay. Wir haben, glaube ich, genug. Hat das Rattaya-Turnier schon begonnen? Das wäre mies. Oder beginnt es morgen? Ich habe keine Ahnung. Wir versuchen unser Glück. Wo ist unser Pferd? Heute findet in Rattay das Turnier statt.
Also, ob wir das noch dahin schaffen, bezweifle ich zwar stark, weil Ratai liegt hier. Hallo? Und wir haben es 12 Uhr. Nee, nie im Leben. Fliehen. Wir fliehen erstmal. Wir wollen. Ich weiß nicht, wie lange das Turnier geht. Wenn wir vor 20 Uhr da sind, könnten wir Glück haben. Okay, wir überspringen. Ja. Wie viele Angriffe gibt es denn? Ich will doch nur zum Rataya-Turnier. Aufgabe. Ja. Wie? Ah, fehlgeschlagen. Ist gerade zu Ende gegangen. Ah, Mist. Es ist gerade zu Ende gegangen. So, wir haben. Ja. Okay, ja gut, dann. Was machen wir dann? Ja. Nach Thallenberg. Dann reiten wir wieder nach Thallenberg. So. Okay, wir brauchen also länger als. Wann sind wir losgeritten? Wir sind gegen 12 Uhr losgeritten, ne? Brauchen also länger als 6 Stunden. Das ist. Okay, dann wissen wir das zumindest. Und wir wollen jetzt nach Thallenberg mal gehen. Ich gehe mal davon aus, dass wir. Wir wohnen jetzt dreimal. Gab es einen Hinterhalt? Oh, gucken wir mal, ob wir. Nachts ist natürlich ein bisschen. Okay, nachts überfällt uns keiner. Okay. So. Wir müssen dann mit Herrn Divish sprechen, dass er uns Steine gibt, nehme ich mal an. Ja. Aber wir gehen mal zur Jägerhütte. Da soll ja noch in der Truhe Klamotten für uns sein, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Entschuldigung. Aber die Dame ist doch, glaube ich, auch gerade nicht mit Feuer durch die Gegend gerannt. Oder mit Licht. Warum man das nennen mag. So, das ist jetzt ja unsere Hütte. Haben wir hier noch irgendwas, was an Truhen? Öffnen, was ist das? Aha, eine Truhe. Mit vielen bunten Sachen. Okay, dann kommen wir. Ah, wir kommen hier auch. Das ist Tatsache. Hier ist noch mehr drin. Hier ist sogar Essen drin. Oh. Interessant. Warum gibt es hier so viele Sachen? Also ich bin ja. Nein, das war unser Dings. Das. Oh, Mist. Wir haben gerade unsere Komplettkiste. Nee. Oder doch? Wo kommt das alles her? 5, 6. Okay, dann haben wir jetzt alles wieder sortiert. Unser Gefährte hat noch Platz, denn wir werden jetzt noch den Stuffischen. Nein. Schnell verschieben. Den wir verkaufen werden. Aber warum hier so viel, wirklich so viel rumgelegen hat, verstehe ich einfach nicht. Okay, wir sind. Das reicht. Wir müssten dann. Wo ist unser Bett? Wo ist eigentlich unser Bett? Ich schlafe doch nicht hier auf sowas. Jetzt mal ernsthaft, habt ihr hier kein Bett in dem Haus? Wollt ihr mich verkohlen? Also hier geht's raus, ja?
Muss doch hier ein Bett geben. Das ist das Bett? Ups. Hallo? Ja gut, dann würde ich sagen, was ist denn jetzt los? Oh, was war das denn? Okay, wir machen an der Stelle einfach Feierabend. Und machen dann morgen weiter, gucken, dass wir den Steinbruch hinbekommen und dass wir dann anfangen weiter zu bauen, damit wir Plus erwirtschaften. Um dann zu gucken, was wir dann als nächstes bauen. Daher danke fürs Zusehen und Schüttelü!